Ja, wir haben nach den gestrigen Eindrücken und auch nach langen Diskussionen am gestrigen Abend und heute Morgen eine Entscheidung getroffen, dass wir Sydney Sam und Kevin Prince Boateng ab sofort freigestellt haben. Wir haben das Gefühl, dass das Vertrauensverhältnis nicht mehr gegeben ist, dass die beiden Spieler in den letzten 14 Tagen, in den letzten beiden Spielen noch uns helfen können. Wir haben ein Gespräch mit Marco Höger heute gehabt. Der ist für eine Woche suspendiert, weil wir auch da Zweifel hegen über die Loyalität gegenüber dem Verein. Allerdings mit der Maßgabe, dass er jetzt eine Woche lang Zeit hat, zu überlegen, nachzudenken. Und wir werden am Sonntag wieder ein Gespräch führen halt und wollen dann gemeinsam mit ihm erörtern, ob es noch über die Saison hinaus Sinn macht, weiter zusammenzuarbeiten oder nicht. Aber Marco kriegt die Chance, intensiv jetzt eine Woche darüber nachzudenken. Alles zu geben im Sinne des Vereins. Ja, das ist Loyalität, keinen handelnden Personen. Da geht es nicht um Roberto Di Matteo oder um Horst Held oder Clemens Tönnies. Da geht es in erster Linie und einschließlich um den Verein. Immer alles dafür zu tun, dass man erfolgreich ist. Und da muss, ist sowas ist immer natürlich auf Vertrauen aufgebaut, auf gegenseitiges Vertrauen. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, dann muss man auch die Konsequenzen ziehen. Ich habe das eben der Mannschaft mitgeteilt, dass ich die Entscheidung so getroffen habe, dass das die ersten Maßnahmen gewesen sind, die ich getroffen habe nach Absprache mit dem Trainer. Natürlich werden wir jetzt diese Woche bis zum Paderborn-Spiel genau beobachten, wie die Reaktion der anderen ist. Und ich gehe mal davon aus, dass sie jetzt gemerkt haben, dass es ins Eingemachte geht und dass das auch jeden treffen kann. Und bin aber davon überzeugt, dass sie jetzt am heutigen Nachmittag, wenn frei ist, nachdem sie heute trainiert haben, dann morgen so zum Training kommen, dass man auf sie zählen kann.